Ja, der Robin sitzt jetzt bei mir hier am See, am Silfensteinsee. Ist er ganz brav an der 15 Meter Leine, habe ich um einen Baum gewickelt hier. Und er ist jetzt ganz brav. Wenn er draußen ist, beobachtet er immer viel. Und er ist halt einfach ein ganz lieber Hund. Der Robin geht mit der Candy spazieren. Da ist die Candy. Hey, da ist die Candy. Ach, Ja. Kamera hast du dabei. Die Candy ist da. Das ist meine Mama. So eine kleine Kamera hast du. Hallo, liebe Zuschauer. Nun wollen wir euch mal den aktuellen Stand mit Robin mitteilen. Wie macht sich der Robin? Wie geht's ihm? Und so weiter und so fort. Das ist die. Anja. Und ich bin der Geri, auch Gerald genannt. Na, legen wir mal los. Wie geht's Robin? Er hat ja Herzwürmer. Ach so, wer das Video nicht gesehen hat, über die Rettung von Robin, hier oben in der Ecke und in der Videobeschreibung verlinkt. Den haben wir aus Griechenland mitgenommen. Okay. Magst du anfangen oder ich? Du. Ich? Okay. Also, Robin hat Herzwürmer, aber so jetzt hat von der Agilität und vom Gefühl her fühlt er sich eigentlich ganz gut. Man kann natürlich nicht in den Hund reinschauen, das ist klar, er schläft viel, das ist so. Und er ist jetzt im dritten Monat der Behandlung, oder? Genau, Ende März ging es los. Und dauert insgesamt ein Jahr. Also er liegt jetzt hier gerade da unten und schaut uns zu, was wir da machen. Er ist ein ruhiger Hund, er ist ein lieber Hund, kann man sagen. Wir denken, da ist ein Jagdhund mit drin, denn wenn er was in die Nase bekommt, dann ist es aus. Also man muss das vorher gut abpassen, wenn man schon merkt, ah ja, er interessiert sich jetzt ein bisschen länger für irgendeinen Geruch, dass man ihn dann schon stoppt. Weil wenn er dann einmal so richtig den inhaliert hat, sage ich mal, dann ist er wirklich nicht mehr zu stoppen. Ist mit Katzen extrem oder halt mit so kleinen Tieren, Eichhörnchen und so weiter. Also das haben wir schon verstanden, so beim Gassi gehen und so weiter. Ja. Ich gehe davon aus, dass man ihn nie eigentlich frei laufen lassen kann, weil die Gefahr einfach zu groß ist. Wenn der was in der Nase hat oder eine Katze sieht oder ein Huhn, dann ist der weg. Und da ist die Gefahr einfach hier, vor allem hier, zu groß, weil hier so ein hohes Verkehrsaufkommen ist und die Hauptstraße nicht weit weg ist. Also das kann man, ich denke oder ich befürchte, wir können ihn nicht oder niemals von der Leine Ja, aber das lassen. so weit brauchen wir gar nicht. Wir wollen einfach nur einen aktuellen Stand mal kurz mitteilen. Da ist ja aktueller Stand. Ja, was er gerne macht, und da freuen wir uns auch. Also er ist auch ein gelehriger Hund, also wie das halt bei Hunden ja eigentlich normal ist. Also er kann schon so ein paar Basics, Sitz und Pfötchen geben. Das macht er so von sich aus gerne. Dann versuchen wir gerade noch das Platz ihm beizubringen. Komm jetzt zu mir. Ja, komm her. Sitz, sitz. Ja, brav. Und ja, so Suchspiele halt. Ja, mit was er noch nicht so umgehen kann oder öfters nicht, wenn man ihn ruft, da ist er irgendwie, was ist jetzt los? Da schaut er nur, bleibt stehen, aber ja, meistens kommt er nicht zu einem. Da, irgendwie ist das von der Vergangenheit noch, da ist irgendwas noch drin, das wird noch gewisse Zeit brauchen. Es ist auch einmal was vorgefallen, er ist einmal tatsächlich weggerannt. Das war im Prinzip meine Schuld. Ich wollte ihn im Garten am Baum anbinden, also mit der langen Leine. Hab davor das Garagentor aufgemacht und hinter der Garage ist noch eine Tür, wo man durchgehen kann, so durch die Garage. Hab nicht mehr dran gedacht, dass das Garagentor geöffnet ist. Da steht zwar der Blecki drin, aber da ist halt dann so ein Spalt nach außen und habe ihn kurz abgeleint, um die Leine um den Baum zu wickeln und ihn dann wieder anzuleinen. Hab die Leine von ihm weggemacht. Er ging dann ein paar Schritte und dachte mir, ja, er kann ja nicht raus, weil ich vergessen habe, dass ich das Garagentor aufgemacht habe. Und er ging schnurstracks in die Garage rein und dann fiel mir ein, oh, das Garagentor ist ja auf.
ich nach und schon war er draußen. Und das war echt dramatisch für mich. Ich bin dem Hund hinterher, der hat natürlich nicht gehorcht, klar. Er ist runter zur Straße, die jetzt mal nicht so stark befahren ist, das war noch nicht so gefährlich. Ich war ungefähr immer so 5 Meter hinter ihm, immer wenn ich dann ein bisschen schneller ging oder das Laufen anfing, lief er auch schneller, so dass immer Abstand zwischen uns war. Und immer schnurstracks zwischen Hauptstraße, die extrem stark befahren ist, immer näher kam die Hauptstraße. Er hörte nicht, ich rief Robin, Robin, die Leute haben schon geschaut, was ich da mache. Und dann war das große Glück, an einem Laternenmasten hob er sein Bein und pinkelte etwas länger und da habe ich ihn dann gefasst und habe ihn dann heimgetragen. Und bei mir lief schon der Film ab, der wird jetzt überfahren. Das lief bei mir schon ab, der wird jetzt überfahren, der Hund. Ja, ich war fertig danach, wirklich. Also ich war echt fertig. Da wurde bei mir wahrscheinlich so viel Adrenalin ausgestoßen. Und seitdem sind wir mega, mega vorsichtig. Also das jetzt nur nebenbei, was jetzt da mal vorgefallen ist. Seitdem ist nichts mehr Schlimmes vorgefallen. Wir trauen uns auch nicht, den Robin jetzt allein im Garten zu lassen. Okay. Aber wenn es eingezäunt ist, der kann sehr hoch springen. Ja. Das ist einfach zu gefährlich. Der sucht sich irgendeine Möglichkeit. Ja. Der ist kreativ, ja, genau. Ja, genau, ist kreativ. Und ja, wir haben halt immer den Eindruck, es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber dass er irgendwie immer weg will. Ne? Also ich meine, es ist jetzt rein praktisch ja nicht so, aber wenn er jetzt nicht an alleine wäre, würde er es definitiv nutzen. Und das ist absolut. Halt hier, es ist zwar noch dörflich hier oder ländlich hier, aber es ist einfach eine Riesengefahr. Ja gut, aber das ist halt so. Ja, ansonsten gehen wir 2-mal am Tag Gassi mit ihm. Das funktioniert gut. Er geht von Anfang an super an der Leine, der zieht nicht, außer er hat was in der Nase. Das klappte von Anfang an, das ist echt faszinierend. Ja gut, wir haben ja schon auch in Griechenland mit dem Bleib geübt, ja, und bei Fuß. Genau, das Bleib kann er auch. Ja, also das hat er dann schon verinnerlicht, ja, das klappt. Genau, und wie gesagt, er ist ein ruhiger Hund auf alle Fälle, kann aber auch mal richtig losbellen. Also da gibt es einen Dackel, den wir jetzt ein paar Mal getroffen haben, der Dackel mag ihn nicht. Und das hat er halt ja gemerkt, und dann bellen sie sich ja gegenseitig an. Oder wenn er halt eine Katze sieht, da kann es auch sein, dass er losbellt. Aber ansonsten hier in der Wohnung so ruhig. Ja, wollen wir noch mal ein bisschen was zeigen? Ja, wir zeigen euch jetzt ein paar kurze Videos. Gib mir Futter. Futter geben. Gib mir Futter. Ja, super. Nochmal Futter. Ja, super. Super machst du das. Super. Und bleib. Sitz. Sitz. Bleib. 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 Ja. Bleib. 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 So ist es. Bleib. 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 Na, 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 na. So ist es. Bleib. Ja. Jetzt. Ja. Und sitz. Braver Hund. Und Futter geben. Futter geben. Futter. Futter geben. Gib mir mal dein Futter. Ja. So ein braver Hund. Ja. So ist er brav. Ja. So brav. Wir haben Robin sehr ins Herz geschlossen. Wir werden immer mal über die Entwicklung von Robin berichten. Ganz herzlich wollen wir uns bedanken bei den Spenden über YouTube, über die sogenannten Superfans, Kanal Anja Mehling, Kanal Sisa, Corinna Kövius, Mama A&D Adventure und über PayPal. Wir haben sogar ein Päckchen erhalten mit Leckerlis an Marion und Olli mit Hund Penny. Außerdem Martina für den großzügigen Betrag für die Medikamente.
ganz herzlichen Dank. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Die Treppe, das kennt er gar nicht, und das haben wir auf der Fähre gemerkt, das ist ein Problem für ihn. Hoi. Komm her zu mir. Ja, fein. Ja, fein, ja komm. Robin, komm her zu mir. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr wisst jetzt den aktuellen Stand mit Robin. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.